Marvin, du bist ja ein alter Hase hier beim Otto Fahr. Trotzdem ist einiges neu und ich wollte mal fragen, wie war es jetzt für dich? Samstag, heute, gestern und heute Sonntag. Wie lief es für dich beim Otto Fahr? Viele Jahre schon beim Autofahr dabei. Autofahr ist für mich geprägt von vielen, vielen Starts, die ich hier habe. Dementsprechend sehr anstrengendes Programm, straffes Programm, viele Starts hintereinander. Aber ich muss sagen, ich fühle mich hier sehr wohl, bin zufrieden. Sportliche Leistungen bisher absolut zufriedenstellend. Von daher, so kann es gerne weitergehen. Wunderbar, genau. 100 Meter Finale haben wir nachher noch mit dir. Und du hast aber nicht nur die Rückenstrecke gesprungen, sondern auch Freistil bist du auch angetreten und sehr erfolgreich, glaube ich auch. Ja, gestern waren dann die 100 Meter Freistil, jetzt heute auch die 50 geschwommen. Zweiter geworden dann im Finale, 100 Graul, 50 Graul sind für mich so, sag ich mal, Nebenstrecken. Fokus liegt bei mir ganz klar auf meinen Rückenstrecken, auf meinen Hauptstrecken. Ja. Aber das macht so ein straffes Programm ja schon noch aus, dass man auch nicht nur über die erste Disziplin an Start geht, sondern dass man ja einfach eine Fülle an Starts hat und dann eben auch noch die Nebenstrecken zum Einsatz kommen. Ja, apropos straffes Programm, du warst dann auch im Champions Race mit der Rücken männlich warst du der Vertreter. Und wie war das für dich? Das Format kennst du schon aus Sindelfingen, also als der Autofahrer noch in Sindelfingen war. Das ist nochmal eine besondere Anstrengung oder auch im Kopf eine Herausforderung, nehme ich mal an, sich so einzuteilen. Definitiv. Also das ist, glaube ich, eins der härtesten Rennen, wo man überhaupt schwimmen kann. Ich hatte das Glück, wo es das erste Mal dieses Rennen gab beim Autofahr, habe ich damals gewinnen können. Jetzt heute nach der zweiten Runde leider ausgeschieden, aber trotzdem ein unfassbar hartes Rennen. Macht unglaublich viel Spaß. Wir waren ein starkes Starterfeld, muss man dazu sagen. Und sowas macht natürlich das Wettkampfprogramm nochmal deutlich härter hier, wenn man hier dann diese drei Starts hintereinander hat, ja. Das Aber es ist immer eine Erfahrung, definitiv. Das glaube ich. Und hier die Halle, war das jetzt nochmal ein schöner Punkt für dich, das hier kennenzulernen? Oder hast du hier schon mal trainiert? Bist du hier schon mal geschwommen jetzt? Die hat ja seit September hier geöffnet, Neckarbad, hier Sportbad in Bad Cannstatt. Ist es jetzt dein erstes Mal jetzt hier gewesen am Samstag? Oder? Ja, ich sag's wie es ist, das ist mein allererstes Mal jetzt hier in der Halle gewesen, jetzt ja. Gestern und heute. Und, wie ist der Eindruck? Ich kann sagen, Wasser ist sehr, sehr gut. Die Halle ist top, ist schön hell, man kann super Rücken schwimmen. Bislang war das Autofahren immer in Sindelfingen. Ich trainiere in Sindelfingen, das war für mich eigentlich immer so ein kleiner Heimvorteil. Ja, aber die Decke funktioniert hier. Ja, ist ja ein bisschen besser, aber definitiv ein Top-Bad, Top-Wasser, Top-Besetzung, Top-Leute. Schön. Kann man zufrieden sein. Vielen Dank, Marvin, dass du dir kurz Zeit genommen hast und wir drücken dir die Daumen für 100 Meter Rücken im Finale nachher. Ja, vielen, vielen Dank. Mach's gut.